Servutze und willkommen zu der schönen Minecraft-Server von die kleine Romia, die so schön hat geprickelt in die Bauchnabel. Ja, moin moin und ja, wie schon gesagt, willkommen hier bei Minecraft Ticket. An meiner Seite dabei ist der Yaldir, grüß dich. Hallo! Servutze! Ja, und bevor ihr euch jetzt wundert, warum hier alles so anders aussieht, ja. Also, wir haben nicht nur per Aufnahme hier weitergemacht, also praktisch genauso wie am anderen Server, sondern auch ein bisschen offscreen. Das Einzige, was wir jetzt gemacht haben, sind die ganzen Apparaturen von hier unten. Brrrt. Muss ich mal zeigen. Also von hier nach hier oben geschaufelt. Und haben praktisch hier das ganze Abteil noch ein bisschen vergrößert, damit wir nicht jedes Mal außer Haus müssen, wenn wir hier hin und her latschen und tralala und hopsasa. Ja, was haben wir noch gemacht? Genau, wir haben hier oben auf dem Dach jetzt die ganzen Solargeneratoren, das Powerpack und. Genauso wie habe ich, ich weiß gar nicht, ob das noch in der Aufnahme war, hinten noch zu Ende terraformt. Und hier seht ihr selbst die ganzen Lavaröhren so langsam mal befüllen lassen. Das heißt, unten im Keller, wo ich jetzt mal hingehen werde, wo wir beim letzten Mal schon diese Pumpe da vorgestellt hatten. Glaube ich zumindest, dass wir das vorgestellt hatten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir beim letzten Mal gewesen sind. Da kannst du mal sehen, wie lange das schon her ist. Ja, oh, ich weiß es auch nicht mehr. Zack, 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 zack. Ah, hier bin ich übrigens gestern gestorben. Hab so einiges verloren. Hätte ich natürlich jetzt auch erwähnt, damit jeder weiß, wo du krepiert bist. Yeah. So, wie ihr seht, hier das Lavabecken, was ursprünglich bis hier oben ging, neigt sich so langsam dem Ende und somit das Empties entgegen. Schmeißen wir die Pumpe nochmal an. Und ja, ein paar schöne Kristalle und Edelsteine habe ich hier schon rausgezogen, seitdem hier die Lavabecken so weit leer sind. Seht ihr selbst, da unten Uran, Eisen, Zinn, was weiß ich nicht was, hier das Becken, da müssen wir später umdecken. Denken, nicht decken. Beckendecken. Kann ich hier schon mal Bleckendecker, Bleckendecker, Bleckendecker. Kann ich hier schon mal weitermachen? Uran. Ich gehe wieder drüben sterben. Drüben sterben? Ach, stimmt, Nether. Du warst ja im Nether, stimmt ja. No. Nether-Peter. Wird doch da drüben endlich hier so eine. Hackendreck, wie heißt das Ding? So eine Burg. Ach ja, so eine Festung finden, genau. Nether-Festung. Genau. Nether-Festung. Ja, wir kommen jetzt praktisch ganz frisch aus der Infestation-Aufnahme. Und deswegen nicht wundern, wenn ihr mich sowohl in Minecraft wie auch in Infestation noch ziemlich verschnupft und krank hört. Ich kann nicht innerhalb von wenigen Stunden meinen Körper dazu zwingen, mich zu regenerieren. Wäre geil, so wie in Minecraft hier. Nur nicht so eckig, oder was? Nur nicht so eckig. So. Das haben wir. Dann kann ich mir den hier wiederholen. Flup. Musste ich in die Lava latschen. Ne, den Fehler will ich nicht nochmal machen. Oh, hier kann ich auch schon alles abgreifen. Sehr gut. Auch schon keine Lava mehr drin, aber komplett. Redstone. Also Redstone haben wir jetzt en masse, ey. Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit überlegt, was wir für Projekte machen können. Keine Ahnung, also uns... ja, man könnte super viel machen, aber wirklich drüber nachgedacht? Naja. Ja, wir haben erstmal geguckt, dass die ganzen Maschinen hier am Start sind. Ich meine, wir haben angefangen, beziehungsweise Yaldir hat angefangen, da so ein Fabrikgebäude zu bauen. Boah, was ist denn das für ein Zeug hier? Nikolite. Was kann man daraus nochmal machen? Ja. Okay.
Keine Ahnung. Eisen ist hier am Start, ganz viel Kohle. Ich habe hier gerade eine fette Nikrolitenader aufgetan irgendwie. Eisen auch. Nikrolyten? Nikrolyten. Dicke Tüten. Nein. Obwohl doch, es nach 22 Uhr kannst. Ja. Nö. Bloß wenn die Folge rauskommt, haben wir 16 Uhr Nachmittag, ey. Na gucken, ob das so gut ankommt, ich weiß nicht. Ja, so. Dann darf man nicht über Chatten reden. Titten. Was haben wir hier? Oh, noch mehr Edelsteingedöns. Ich bin gerade keine Festung. Scheiße. Ja gut, also lauter Edelsteine. Hier kann man ja Hacken und so weiter draus machen. Ist ja kein Thema. Das ist eine Eisenader. Gar nicht so klein. Bloß ich habe jetzt Schiss. Nee, da kann ich dich rausholen. Das ist blöd, weil da geht's Richtung Lavafluss. Da muss ich noch warten, ne, wieder pumpt das sich noch ab, leer. Weiß ich noch nicht. Oder aber... Joa. Ja, ansonsten einfach warten, bis unten drunter alles weg ist. Und dann kannst du ja umbauen. Naja, klar. Dann baust du die Pumpe einfach von A nach B in den anderen Teich darin und fertig. Muss halt nur gucken, weil oben die waren schon ziemlich voll, deine Container da. Ja, das haut schon hin. Also ich bin ja immer dabei, noch Sand hier zu produzieren. Sollte mal wieder ein paar Cobblestones besorgen, wenn ich ehrlich bin. Es geht ja gut hier mit den Cobblestone-Gedöns. Aber ich brauche mal ein neues Powerpack auf jeden Fall. Dann kann ich da mit dem Bohrer durcheiern. Wie tief geht denn der Lavafluss hier? Das ist ja enorm. Hier tun sich wirklich neue Höhlen überall auf. Hier saugt er nichts ab. Hier auch noch nicht. Hier, denke ich mal, ist er fertig. Hier ist soweit alles weg oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So, Zinn. Scheiße, Redstone komplett in Lava gefallen, ey. Fick you. Den Zinn kann ich holen. Den, oha. Der wäre fast in die Hose gegangen. Also da, wo du die Pumpe reingesetzt hast, das ist schon richtig, richtig tief, der Lavafluss. Der ist jetzt schon 3 Felder nach unten. Vom Pumpgang her. Und immer noch kann er massig wegholen da. Das ist doch super. Krass, krass. Komm her, du. Ja, komm her, du Sau. Komm hier, zack. Ja, genau, komm ran. Kriegst du auf die Fresse hier. So, da. Oh, es ist dunkel draußen. Weißt du, dass ich mir hier so Bude gebaut habe, ne? Abspaten. Hier muss eine Fackel hin, sonst ist hier zu dunkel. Dann gehen wir mal in unser Kistengedönse da unten. Und sortieren mal ein bisschen aus. Ich glaube, hier hat... Ja, hier ist Redstone. Hier sind Nekrolyten, genau. Nekrolyten mit ihren Tüten. All die Tüten. All die Tüten. Uranium-Ohr. Irgendwo hatte ich auch... Genau, Lapis Lazuli. Das ist super, das brauchen wir für das große Lab-Pack. Okay. Ja, damit dieses 264er Sticks sogar schon voll. Da brauchen wir sowieso viel, sehr viel. Weißt du, was ich gerade sehe? Ich habe schon wieder einen Ender Punch im Inventar. Du eigentlich immer, komm, du bist doch ein dreckiger. Warum habe ich jetzt wieder, ich habe die doch gestern verloren. Ja, mach auf, komm, hier noch mehr Solarplatten. Da sind sogar meine Sachen wieder drinne. Solarpanel, Melone, Obsidian Transport Pipes und mein Eimer. Hä?
Wollt ihr mich verarschen jetzt? Admin-Schießer, ey, echt, Alter. Da sind genau die Sachen drin, die ich eigentlich gestern verloren habe. Oder speichert sich das irgendwie? Hä? Im Ende. Bahnhof. Im Enderbahnhof, genau. Mein Kreis 9¾. Hä? Ich hab doch gestern mit dir ausgeloggt. Hat sich in der Zeit irgendwas am Server getan? Weiß ich gar nicht. Warum frage ich dich das eigentlich? Müsste ich ja eigentlich wissen. Aber es hat sich ja nichts getan. No, das hier läuft nur alles auch noch ganz normal weiter. Ja, krass. Jetzt ist die Frage, ob das genauso funktioniert wie eine Endertruhe so ungefähr. Das wäre mal interessant. Ja, krasse Scheiße, echt. Pflasterstein, der kann da drauf. So. Dann werden wir erstmal alles kurz hier umwandeln, beziehungsweise zerschreddere. Und zwar haben wir einmal Silver Ore. 2 Stück. Dann können wir nämlich schon mal schön die Öfen laufen lassen. Was festgestellt? Bitte? Ist eigentlich an denen was festgestellt? Ja, dass die jetzt elektrisch laufen. Yeah! Elektro! Wir sind total das Hightech-Ladenland hier. Ladenland? So. Soll ich die... Na, wie heißen die Dinger denn? Copper Dust auch schon einschmelzen? Also in Barren wieder? Wenn gerade ein Ofen frei ist, klar. Oder wolltest du damit irgendwas machen? Ach so, ja, für Werkzeuge könnte man halt Bronze draus machen, ne? Ja, also die wird ja jetzt daraus, wenn ich das einschmelze, oder? Bronze. Hm? Bronze wird doch jetzt daraus, wenn ich das einschmelze, oder? Wenn du Bronze hast, aber nicht Kupfer. Ach so, ne, dann lass ich hier. Du hast gerade Kupfer gesagt. Oh, jetzt habe ich wieder vergessen, meinen E-Mail-Browser auszumachen. Bling. So, und was machen wir jetzt? Wir gehen mal kurz auf den Desktop, beenden das. Und tada. Ich denke, das sieht man nicht in der Aufnahme. So. Gut, haben wir das. Goldbarren haue ich nachher unten in eine Kiste rein. Wie weit bist du? Du bist noch am Brezeln. So, dann kann ich das Silbergedönse schon mal einschmelzen wenigstens. Die Silberdust. So, dann haben wir hier das Eisen rein. Ich werde jetzt den Zinndust in die Kiste hinter diesen Schredder klatschen. Genauso wie die Goldbarren. Und den Copperdust. Ja, die Barren und so kannst du runter machen, wo du möchtest. Die Sache ist, aus Zinn kannst du halt Eimer machen. Oder diese Lebensmitteldöschen. Ja. Aus Kupfer kannst du Kabel machen. Und aus Bronze, da brauchst du 3-mal von dem Kupferpulver und 1 von dem Zinndust. Entschuldigung, kommt gerade hoch. Und da kannst du dann Bronze draus machen. Kriegst du 2 Bronzebarren draus. Und damit kannst du Rüstungen machen, Werkzeuge herstellen. Die sind von der Wertigkeit her schon im oberen Viertel anzurechnen, würde ich mal sagen, so zwischen diesen Juwelen und Diamantenwerkzeugen. Und an Bronze kommt man ja sehr viel schneller, deswegen benutze ich die eigentlich sehr viel lieber. Da ist das nicht ganz so übel, wenn du da irgendwo mal in der Lava eine Runde schwimmen gehst oder sowas. Ja, genau, jetzt habe ich schon 3 Gäste hier rumfliegen, ey, habt ihr keine anderen Hobbys, ey? War das voll wie Pionier bei der Bundeswehr. Fleißig unter Beschuss anbauen. Oh Mann, ey. Scheiß Husten. So, Zinndust tue ich mit hier rein. Genau. Dann muss ich ja auch demnächst wieder anfangen mit Alchemie, ne? Wegen den Tränken, meinst du? Ja. Oh, oh. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was wir da machen wollten. Ach ja, doch, diese Ender-Pooch-Dinger da, die du hast. Die habe ich da unten rein. Krone kann ich da lassen. Kakteen brauchen wir später noch. Die Schleimbälle nehme ich mit runter.
So, dann räume ich schon mal ein bisschen um. Genau, können wir das decken. Und irgendwo hatte ich auch eine Kiste mit Kies. Genau. Tada. Dann sind wir den oben auch schon mal los. So, ja, dann werde ich gleich mal unten ein bisschen Cobblestone abbauen gehen, damit wir mit Glas weitermachen können. Erde, 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 Erde. Erde, Erde, tralala. Und ich habe festgestellt, das Zeug ist viel ergiebiger hier im Nether. Okay. Das ganze Erd, was du hier findest, sind die Werte viel höher. Also du machst zum Beispiel ein Nether Gold. Oh, 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 was ist das? Boah, Glück gehabt, ey. Aus irgendeinem Grund hat sich mein was ist denn das, S? Bin die ganze Zeit rückwärts gelaufen. Hey, ist beinahe da irgendwo vom Berg runtergefallen. hätte ich jetzt nicht so toll gefunden. Gerade wenn da drei Gäste rumballern wie die Affen. Das Gold, das musst du als Erz einmal in den Ofen reinschmeißen und dann kriegst du aus einem Erz, glaube ich, kriegst du zwei Golderze. Glaube ich zumindest, dass das so war. Zwei Golderze und die kannst du einen hier in den Schredder reinschmeißen und da kriegst du ja dann auch zwei Stück raus. Okay. Bei Redstone ist das genauso. Auch ein Erz, das musst du dann einschmelzen, sag ich mal. Ey, ihr Pennergäste, solltet mal ein bisschen schneller machen. Ich hab den Berg fast erwischt. Lange habt ihr nicht mehr Zeit, mich zu treffen. Berg ruft. So, da kann ich doch jetzt eigentlich hier weiter hochbauen. Müsste ja eigentlich gehen. Nehmen wir die Erde mit hoch, weil ich sonst, wenn ich runter.